Es ist nun schon eine ganze Weile her, seit ich zum ersten Mal diese Treppenstufen zum Leo hochgestiegen bin. Ich musste mich für Spanisch, Italienisch, Musik oder bildnerisches Gestalten entscheiden. Immersion, Leo 2 oder ein herkömmlicher Stundenplan? Jetzt stehst du vor der Wahl. Hallo, ich bin Jonathan und ich zeige dir das Leo. Unsere Schule steht mitten in der Stadt. Du kannst von hier aus die Welt entdecken. Im Rahmen der Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Wahlfächer finden Reisen nach Italien, Spanien, Schottland, die USA oder gar China statt. Oder möchtest du einen Austausch in der französischen Schweiz machen? Am Gymnasium Leonhard ist die Begegnung besonders wichtig. Und du wirst begleitet. Über die ganze Schulzeit steht dir eine Lehrperson als Ansprechperson zur Seite. Im Lerngespräch nimmt man sich Zeit, gezielt auf deine Stärken und Schwächen zu blicken. Hey, ich bin Sabine. Komm mit. Starten wir bei den Grundlagenfächern. Mir haben zum Beispiel die Naturwissenschaften, Biologie und Chemie sehr gut gefallen. Die Grundlagenfächer gehören bei allen zum festen Stundenplan. Das breite Wissen, das ich mir so aneignen kann, garantiert, dass ich mit der Matura den Zugang zu jeder Universität der Schweiz erhalte. Egal, welchen Schwerpunkt ich dabei gewählt habe. Meinen Schwerpunkt musste ich wählen. In diesem Fach habe ich besonders intensiv Unterricht, eine Schwerpunktfachreise und viele Aktivitäten. Du kannst dich am Gymnasium Leonhard für Italienisch, Spanisch, Musik oder bildnerisches Gestalten entscheiden. Hast du Freude daran, unsere bilddominierte Welt besser zu verstehen und durch eigene Bilder mit ihr in einen Dialog zu treten? Dann wähle den Schwerpunkt bildnerisches Gestalten. Möchtest du die reiche Kultur Italiens besser verstehen und auch diese Landessprache richtig gut sprechen können? Dann ist Italienisch das Richtige für dich. Conoscete questi personaggi, immagino, eh? In italiano è Homer. Homer Simpson. Bist du musikbegeistert? Möchtest du deine Fertigkeiten und Kenntnisse erweitern, die du vielleicht schon auf deinem Instrument hast? Dann ist Musik die richtige Wahl für dich. Möchtest du einen Sprachraum kennenlernen, der sich über 21 Länder erstreckt und in dem über 500 Millionen Menschen leben? Dann bist du im Schwerpunkt Spanisch genau richtig. Weißt du schon, welches Fach dich interessiert? Dann gibt es drei weitere Modelle, für die du dich an unserer Schule entscheiden kannst. Immersion, Leo 2 oder Regelklasse. Du möchtest eine besondere Herausforderung? Immersionsunterricht bedeutet, dass dein Unterricht in Fächern wie Geografie, Biologie, Geschichte oder Chemie auf Englisch stattfindet. Das absolute Highlight der Immersionsklassen an unserer Schule ist der mehrwöchige Austausch. Du hast die Wahl zwischen einem Schüleraustausch mit einer amerikanischen Highschool im Raum Boston oder einer zweiwöchigen Studienreise im Raum Großbritannien, Irland. Im Sommer werde ich mit meinem Maturazeugnis zugleich die bilinguale Maturität erreicht haben. Du möchtest mehr Raum und vertieftes Lernen? Das Zeitmodell Leo 2 bedeutet, dass du nicht alle Fächer aufs Mal hast. Während 6 Wochen wirst du in 6 oder 7 anstatt 12 Fächern unterrichtet. Am Ende einer Phase werden die Fächer in einer Testwoche abgeschlossen und die Fächerkombination wechselt. In jeder Phase werden einige Fächer intensiv, andere gar nicht unterrichtet.
Vertiefungshalbtage ermöglichen vermehrt Exkursionen und alternative Unterrichtsformen, die im normalen Stundenplan keinen Platz finden. Jede Woche stehen 2 bis 3 Lektionen zur Verfügung, in denen du mit Begleitung einer Lehrperson selbstständig an deinen Projekten und Hausaufgaben arbeitest. Leo 2 eignet sich auch, wenn du mit deinem Instrument in der Talentförderung bist, Leistungssport treibst oder intensiv tanzt oder Theater spielst. Natürlich kannst du dich auch für ein ganz normales Zeit- und Unterrichtsmodell entscheiden. Das Ziel ist für alle dasselbe: die Matura. Du willst mehr? Dann kannst du an einem der verschiedenen Freiwahlfächer teilnehmen und zum Beispiel Chinesisch oder analoge Fotografie erlernen. Du kannst Teil unseres Chores, Orchesters oder einer Band werden und an unseren Konzerten mitmachen. Im Forumsvorstand, dem Parlament der Schülerinnen und Schüler, setze ich mich für unsere Anliegen ein und kann so meine Schule aktiv mitgestalten. Du kannst mit deinem Laptop oder Tablet überall arbeiten. Im Unterricht werden sowohl digitale als auch analoge Unterrichtsmittel angewendet. Oberstes Ziel ist es, dich für deine Zukunft an einer Universität oder Hochschule optimal vorzubereiten. In unserer Mediothek kannst du Hausaufgaben erledigen, dich mit deinen Kollegen und Kolleginnen austauschen oder dich einfach ausruhen. Das Mediotheksteam hilft dir gerne bei Recherchen und eine Lehrperson kann dich bei Lernschwierigkeiten unterstützen. Hast du Lücken, zum Beispiel in Mathematik oder Französisch, dem schriftlichen Ausdruck oder deinem Schwerpunktfach, dann kannst du dir in unseren Ateliers Unterstützung holen. Hier leisten kompetente Fachlehrpersonen Nachhilfe für alle, die möchten. Die Anfänge dieser Schule reichen über 200 Jahre zurück. Hier erhielten die ersten Mädchen den Zugang zu höherer Bildung. Daraus entwickelte sich unser Gymnasium, in dem wir uns tagtäglich für Chancengleichheit einsetzen. Unsere Schule ist ein Lernort, ist Lebensraum und Begegnungsraum. Nun hast du die Qual der Wahl. Weißt du schon, wofür du dich entscheidest? Ganz egal, welche Wahl du triffst, du kannst dich auf 4 Jahre voller Möglichkeiten und Projekte am Leo freuen. Mach's gut! Tschüss, bis bald am Leo.